Hallo. Die Antwort auf die Frage ist lächerlich einfach. Aber ganz ehrlich, da, ich weiß nicht, dämlich. Einfach nicht. Das geöffnet und geschlossen Schild des Ladens. Im Moment haben sie geschlossen. Aber ich, ganz ehrlich, darauf wäre ich nicht gekommen. Dreh das Schild um. Lass uns mal nachschauen, was auf der anderen Seite steht. Schweinebacken-Vibe, aber vorgestern. Ey, die Lösung ist so simpel. Ey, ich... Überraschung! Anstatt geschlossen steht da geöffnet. Das macht mich jetzt völlig fertig. So. Noch können wir aber nicht rein. Das Schild umzudrehen, das ist nicht das Ding gewesen, was mich jetzt... So, Moment. Magst du mir verraten, was auf dem Schild steht? Ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Klar. Wir haben geöffnet. Treten Sie gerne ein. Wer mag das bloß umgedreht haben? Na, ist auch egal. Das hat den Unterschied bewirkt, Frederik. Endlich kann ich hinein. Ganz schön verschlagen, Schwester. Ich meine Mona. Okay. Jetzt kann ich rein. Gott, danke. Danke. So, und du hältst jetzt mal bitte die Backe. Wahrscheinlich wird es mir noch leid tun. Aber darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Warum zum Teufel nicht? Warum sind Sie so unhöflich gegenüber Ihrer Frau? Die Frau muss wissen, wo ihr Platz ist. In der Küche. Noch ein Bier für mich holen. Die Frau muss wissen, wo ihr Platz ist. Geil. Oh mein Gott. Das Ding ist, sowas ärgert mich nicht mal. Heutzutage ist es einfach, ob der Mann will oder nicht. Meistens zieht einfach die Frau an den Fäden. Ich weiß auch nicht warum, aber ja gut, weil wir übelst zickig sind und die Männer wahrscheinlich keinen Bock haben, uns das die ganze Zeit von uns anzuhören, aber... Also was jetzt nicht heißt, dass die Frau das stärkere Geschlecht ist, so meine ich das nicht, aber... Also Männer sind mittlerweile sowas von nachgiebig, wenn wir zicken. Zumindest viele. Aber, naja, früher war das halt so. Warum arbeiten Sie nicht? Ich bin Frührentner. Kriege Panikattacken, wenn ich mehr als 6 Stunden arbeiten muss. Hat mich fast verrückt gemacht. Ich glaube, ich habe einen Dauerschaden abgekriegt. Da gibt's keine zwei Meinungen. Warum trinken Sie so viel? Haben Sie meine Kinder gesehen? Muss ich mehr sagen? Wie nett. Vielleicht sollten Sie etwas netter zu Ihrer Frau sein. Vielleicht sollten Sie etwas netter zu mir sein. Wollen wir nicht bei einer Flasche Wein unten in der Schenke weiter plaudern? Ich kenne da eine mit Musik, gedämpftem Licht und abgetrennten Nischen. Aber erst verschwindet die Fledermaus. Sie sind ja widerlich. Yep. Oh. Ich gehe lieber, bevor ich etwas tue, das ich noch bereue. Keine Bange, Süße. Mach ruhig, was du willst. Ich werde es nicht bereuen. Ein Jammer, dass Inki unseren Streitkolben gefressen hat. Ich hätte das brennende Verlangen, ihn im Schädel dieses Mistkerls zu versenken. Mona. Oh mein Gott. Liebend gern. Aber erst müssen wir verhindern, dass Mina wieder ins Zimmer geil. Kommt. Geil. Also wir können ihn tatsächlich... Haha, geil. Wir können ihn beißen. Vor allem so... Kommt sie zurück. La, 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 la. Geil. Ich find's total lustig. Oh mein Gott. Verlotterter Mann. Tja, wie verhindern wir das? Ich schließe die Tür. Nein, bitte nicht. Lassen Sie sie offen. So kann ich meinen Mann und die Kinder leichter bedienen. Bitte lassen Sie die Tür, wie sie ist. Bedienen. Ich glaube, das meint sie ernst. Meinen Mann bedienen? Ich fasse es ja gerade nicht. Ist das jetzt Zufall gewesen? Nein, bitte. Nein, das war kein Zufall. Ist okay, okay. Du lieber Himmel. Die sehen aus, die beiden Seppel da oben. Meine Güte.
Stoffballen. Ich wüsste nicht, warum ich hier irgendwelche Stoffe stibitzen sollte. Außerdem will ich die arme Frau nicht bestehlen. Oh, so eine schöne alte Nähmaschine. So eine hat meine Mutter auch als Sammlerstück. Eine Nähmaschine. Richtig schön. Wie ungewöhnlich für eine Schneiderei. Nein, ich schalte sie lieber nicht ein. Oh, ich hätte auch gerne wieder eine. Ich habe das letzte Mal eine Nähmaschine benutzt, als ich damals zum Schulabschlussball aus zwei alten Kleidern ein neues zusammenstoppeln wollte. Ich habe früher schon mit, ja, wie alt war ich denn da? Unter 10 Jahren habe ich, glaube ich, schon genäht. Und früh später in der Schule Klamotten selber. Aber das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht können wir das Kleid noch gebrauchen. Im Moment kann ich es nicht nehmen, aber ich merke es mir. Ja, wie süß. Okay. Nee, also ich hätte unglaublich, oh schön, unglaublich Bock wieder mal was zu nähen. Ich will den Leuten nichts wegnehmen. Außer Handnähereien. Ich muss meine Klamotten immer mal ein bisschen wieder zusammenflicken, weil es oft vorkommt, dass irgendwo... Ich weiß nicht, in letzter Zeit ist die Qualität von Klamotten, die ich kaufe, immer sehr, sehr schlecht. Also nicht, weil ich sie bei Kick kaufe oder irgend sowas. Nein, die sind von C&A und irgendwie zerfallen die ab und an ganz gerne mal. Und ich rüpel jetzt nicht so damit rum oder so. Da reicht aber Nadel und Faden. Ja, kann ich hingehen? Ich wollte jetzt eigentlich nicht. Ich helfe gerne in der Küche aus. Nein, bitte nicht. Es hat Stunden gedauert, die Tellersammlung zu ordnen und abzuwaschen. Die Stapel sind ziemlich wackelig. Geht bitte nicht rein. Wenn Sie etwas zum Einsturz bringen, muss ich ganz von vorne anfangen. Bitte seien Sie nicht böse. Nein, gar nicht. Ich wollte Sie auch nicht aufregen. Es tut mir leid. Warum sollte ich mich aufregen? Mein Leben ist großartig. Ich habe keine Sorgen. Frederik! Wow, die Frau ist immer ganz gechillt. Hallo da drin. Ist da noch jemand? Nein, keiner außer mir. Ich habe keine Küchenhilfe. Wozu auch? Verzeihen Sie, dürften wir kurz mit Ihnen sprechen? Aber nur ganz kurz. Du lieber Gott, ey. Die findet das auch noch genial so. Ach du Schande. Gott, die sieht aus, die Frau. Scheiße. Warum sind Ihre Kinder denn noch wach? Ich habe Ihnen noch nichts vorsingen können. Sonst singe ich Ihnen abends immer ein Schlummerlied. Leider ist mein Mann ziemlich fordernd und hat immer Hunger. Es wird wohl noch dauern, bis er sein Abendbrot aufgegessen hat. Ich habe früher an der Pariser Oper gesungen. Vielleicht würde es helfen, wenn ich Ihnen etwas vorsinge. Ach, bestimmt. Wenn Sie meine Kinder zum Einschlafen bringen, müsste ich Ihnen nachher helfen können, sobald mein Mann sein Abendbrot aufgegessen hat. Oh, wenn ich mal ein Kind habe, dann werde ich ihm später jeden Abend eine Geschichte erzählen. Das hat meine Mutter abends immer gemacht und das habe ich so geliebt, ey. Das mag ich bis heute. Ich liebe Hörbücher. Ich höre abends im Bett immer ganz gerne ja, irgendwelche Stories. Meistens sind es Sherlock Holmes Geschichten. Ich liebe sowas einfach. Warum hat Ihr Mann immer so viel Hunger? Gute Frage. Fett? Offenbar macht es unersättlich hungrig, den ganzen Tag faul herumzusitzen, zu trinken, zu brüllen und Winde abzulassen, die Elefanten umhauen würden. Oh Gott, Frau. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Vor vielen Jahren fuhr mein Vater ihn versehentlich mit der Familienkutsche an. Der Stadtrat erlegte meinem Vater auf, die Krankenbehandlung zu bezahlen. Da meine Familie das aber nicht konnte, erklärte ich mich bereit, bei ihm einzuziehen und als seine Dienerin die Schulden abzuarbeiten. Und dann haben Sie sich ineinander verliebt? Nein, dann ist das Haus meiner Eltern abgebrannt und ich hatte nirgendwo, wo ich hingehen konnte. Das klingt wie aus einem Märchen. Von Edgar Allan Poe vielleicht. Mein Gott. Haben Sie schon mal erwogen, Ihren Mann zu verlassen? Ungefähr 10 Mal, seit Sie eingetreten sind. Leider gehört ihm der Laden mit allem, was drin ist. Ich müsste ohne einen Heller und ohne meine Kinder wegziehen. Ohne einen Heller, das wäre wirklich schlimm. Roderick, unmöglich. Warum stehen so viele Teller bei Ihnen in der Küche?
Ich musste zusätzlich Arbeit annehmen, um für das Essen und Bier meines Mannes aufzukommen. Ich verdiene mir durch das Abwaschen und durch den Türverkauf von Sammeltellern ein bisschen dazu. Ohne das zusätzliche Geld würde er alles verfuttern und meine Kinder müssten hungern. Oh, wer bezahlt Sie denn fürs Abwaschen? Ich koche für das Stadion. Da findet heute das Benefizspiel für die Vereinigung Draxelvanischer Wachtmeister statt. Mit dem Kochen bin ich fertig. Ich habe schon das Feuer ausgemacht. Jetzt muss ich alles abwaschen. Dann muss ich die Sammelteller stapeln und anordnen, damit sie sich an der Tür leichter verkaufen lassen. Deshalb darf keiner in die Küche. Oh mein Gott. Wie heißen Ihre Kinder? Siegfried und Roy. Die werden wahrscheinlich oft gehänselt. Und ob. Sind ja nicht gerade die männlichsten Namen. Aber mein Mann findet sie großartig. Er meinte, es würde sie härter machen, wenn auf ihnen herumgehackt wird. Ich finde aber, bislang sind sie dadurch nur aufgedrehter, unsensibel und anmaßender geworden. Aber man muss sie trotzdem lieben. Nein, muss man ganz und gar nicht. Psst. Haben Sie schwarzen Stoff vorrätig? Ja, ich glaube, ich habe noch irgendwo welchen auf Lager. Allerdings kann ich ihn erst heraussuchen, wenn die Kinder schlafen und mein Mann mit dem Abendbrot fertig ist. Ah, vielleicht kann man so auf den Friedhof. Deswegen habe ich nämlich bei den Stoffen geguckt, ob schwarz mit dabei ist. Vielen Dank für Ihre Zeit. Beziehungsweise ob sie darauf überhaupt reagiert. Denn gesehen habe ich keinen. Du lieber Gott, und die Frau sagt, sie hat ein erfülltes Alter. Schwede, ey. Mama mia. Ach, du. Schande! Queen Victoria Puppe. Ich sammle keine Puppen, nur Teekannen. Außerdem ist da etwas Seltsames mit der Hand der einen Puppe. Stimmt, das scheint die äußerst seltene Queen Victoria-Ausgabe mit ausgestrecktem Mittelfinger der linken Hand zu sein. Das Ding wäre eine Menge wert, wenn es noch original verpackt wäre. Ja, whatever. Wie? Nur weil ich eine Frau bin, soll ich ihre Wäsche zusammenlegen? Was bist du, ein Chauvi? Zu ihrer Verteidigung sei gesagt, es ist erst 1895. Sichte doch mal den Haufen und such dir ein hübsches Paar Shorts zum Essen. Ich bin ein wenig zu alt, um Spielzeug auszuprobieren. Oh, mein Zimmer hier ist voll mit Stofftieren. Ich liebe Stofftiere. Ich habe außerdem auf meinem Sofa einen riesen Hai. Das sieht so geil aus. Alter. Und ich bin bald 26. Oh Gott. Toll. Wie macht Himiko sich selbst deprimiert? Ich bin kein Freak. Die lasse ich lieber, wo sie sind. Ach Mann. Ich brauche kein Plakat der örtlichen Sportmannschaft. Gott, die beiden Seppel, die sehen so bescheuert aus. Eine Sammlung verschiedenster Gegenstände. Bean Oh Baby. What the? Lieber nicht. Wenn ich versehentlich das Etikett knicke, sinkt sein Sammlerwert dramatisch. Ist das nicht eins dieser Bean Oh Babies? Das müssen die peinlichsten Sammelobjekte aller Zeiten sein. Ich sammle Teekannen. Diese Bino-Babys müssen die zweitpeinlichsten Sammelobjekte aller Zeiten sein. Teekannen, oh mein Gott, warum ich möchte nicht? Die Kälte aber nicht hereinlassen. Nicht die Kälte. Die Plüschfledermaus. Ich habe momentan keinen Drang, etwas zu drücken. Außerdem, warum solltest du den blassen Abklatsch nehmen, wenn du das Original hast? Fang du an zu baden. In der Wanne. Dann reden wir weiter. Oh, schau mal. Eines der Kinder hat eine Plüschfledermaus. Sag ich doch immer, es gibt nichts so Niedliches und Kuscheliges wie eine Fledermaus. Dem könnte ich ja zustimmen, wenn Fledermäuse keine Käfer fressen und sich sauber lecken würden, vor meinen Augen. Naja, welches Tier leckt sich bitte nicht sauber? Also von der Plüsch-Variante, sag ich mal. Und ja, ich bringe die beiden gleich zum Schlafen. Keine Zeit zum Spielen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Kinder ins Bett zu bringen. Ich will doch nur gucken. Eine Art Truhe.
GZ? Ganz gewiss nicht. Oh. Eine Zeichnung von irgendwas. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Bild einer Werwölfin mit einem Bierhumpen. Oder ein ziemlich wütender Troll mit einer Axt. Hallo, ihr beiden. Ich heiße Mona. Können Sie uns was vorsingen? Bitte, bitte! Wir hören so gerne was beim Einschlafen. Aber gern. Nein, wir wollen Who Let the Wolves Out. Können Sie das singen? Leider kenne ich den Text von Who Let the Wolves Out nicht. Aber ich kenne ein paar wunderschöne alte französische Schlummerlieder, die... Who let the wolf out? Who let the wolf out? Ich glaube nicht, dass Sie etwas anderes hören wollen. Wo habt ihr Jungs das Lied her? Die spielen es immer im Stadion. Es ist unser Lieblingslied. Könnt ihr es mir beibringen? Dann singe ich es euch gern vor. Wir kennen nicht alle Worte. Singen Sie, sonst reden wir nicht mehr mit Ihnen. Who let the wolves out? Oh mein Gott. Was für entzückende Kinder. Ob die durchs Fenster passen? Sei ruhig, Frederik. Ich muss das Lied irgendwie lernen. Sonst werden die Jungs wohl nie einschlafen. Gott, sind das zwei ekelhafte Belger. Igitt, igitt. Alter, wenn ich so Kinder hätte, würde ich mich wahrscheinlich aus dem Fenster stürzen. Alter Schwede. Okay. Womit wir wieder beim Thema wären, wie zum Geier kommen wir ins Stadion. Das ist scheiße. Ach Gott. Tja. Moment. Eine echte Oper hören, das wäre auf jeden Fall halt. Mal was. Ja, ist gut. Oh, bitte lass... Mona, du könntest ja auch einfach sagen, dass du dieses Scheißding hier haben willst. Haben Sie vielen Dank. Ich muss jetzt aber los. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Yeah. Haha. Ja, und da muss ich den Deppen hier wegkriegen. Oh, Mann. Aber wie? Warum passt Frederik nicht hier rein? Eine Frage. Oh Mann. Frederik, du wirst es ungern tun und mich wahrscheinlich für die Bitte hassen, aber... wenn es dir nicht gar zu viel ausmacht... Nun sag schon! Würdest du das niedliche Babykleidchen aus dem Fenster des Modesalons für mich anziehen? Bitte, bitte. Wozu das denn? Ich weiß noch nicht, aber es könnte uns bestimmt nützlich sein, wenn du dich als kleines Mädchen verkleidest. Oh nee, darüber muss ich erst mal nachdenken. Ja, meinetwegen. Aber wehe, das ist kein absolut genialer Einfall von dir, sondern ein blöder Streich. Kein Streich, kein Scherz. Naja, vielleicht ein ganz, ganz kleiner. Vergiss es. Nein, nein. Kein Scherz, ehrlich. Großes Fledermaus-Ehrenwort? Großes Fledermaus-Ehrenwort. Na schön, aber das dürfen meine nicht vorhandenen Enkel nie erfahren. Und ich tue es nur einmal und nie wieder, hörst du? Oh, süß. Oh, wie niedlich. Süß.